Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei einem neuen Video von Cardomania Stuttgart. Moin Moin. Wir grüßt euch. Hallo. Wir haben uns ja eingefunden, um eine der meistgestelltesten Fragen zu beantworten. Und zwar, wo sind die richtigen Bremspunkte und vor allem, wie doll bremse ich an diesen Stellen? Übersetzt für die Leute, die nicht aus dem Schwabenland kommen, wie stark bremse ich? Stimmt, genau. Heißt, wir werden jetzt gleich mal fahren. Entweder sind wir alleine auf der Strecke oder ich schließe mich einer Trainingsfahrt an. Wir gucken mal. Wir werden es einfach mal versuchen, mit der GoPro aufzunehmen und zu filmen, dass ihr auch seht. Ich werde es natürlich auch wieder kommentieren, wo ich wie stark bremse. Klar, man sieht es jetzt optisch vielleicht nicht ganz so krass, aber ich würde es mal versuchen, so prozentual zu beschreiben und einfach euch mitzugeben, dass ihr ungefähr einen Einblick habt, wo welche Bremspunkte liegen. Wir hatten ein ähnliches Video schon einmal, da sind wir es aber langsam abgefahren. Oder da hat es auch Tim immer reingeschnitten, wo ich gebremst habe. Aber ich denke, es ist ein Thema, was euch brennend interessiert oder was oftmals gefragt wird. Was deswegen, vor allem auch viele falsch machen. Also wir haben ja ganz oft, wo die Leute entweder stempeln, also wirklich zu stark auf die Bremse drauf tippen oder welche, da hatten wir auch schon ein Video dazu, mit Vollgas hier durchbrettern und nicht einmal die Bremse benutzen. Ja, ja. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, da, ob, dass ihr auch seht, was das ausmacht, wenn ihr überhaupt nicht bremst. Es ist eben nicht schneller. Wir starten jetzt gleich. Ich trinke nur mein Wässerchen fertig und dann geht's auch los. Denkt aber bitte ans Kommentieren, Liken und Abonnieren. Und natürlich Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Weil wir haben festgestellt, es sind wieder, ich glaube, 96% sind keine Abonnenten, wo bei uns zuschauen. Das ist echt krass. Und Leute, vor allem, wir sind auch mittlerweile in dem Bereich drin, wo wir teilweise, oder was heißt teilweise, es war jetzt ein Video, wo wir aber über 10.000 Aufrufe haben. Und wenn auch nur 10% von denen abonnieren würden, das würde uns schon extrem weiterhelfen. Deswegen, wenn ihr dieses Video seht und denkt, hey, die Jungs machen coolen Content, einfach einmal abonnieren, tut euch nicht weh. Und dann seht ihr auch jedes Mal mit der Glocke, wenn neue Videos kommen. Und für uns ist eine riesen Motivation, weil gerade ich fahre hier sehr lange mittlerweile her, weil ich nicht mehr so nah wohne. Von dem her, wir würden uns mega freuen, wenn wir einfach euren Support haben. Genau. Und deswegen würden wir sagen, wir spannen euch nicht weiter auf die Folter und let's go. Würden wir sagen oder sagen wir? Wir würden sagen. Wir würden sagen. Wir sagen würden. Let's go. Gut. Alles klar. Gut, Leute. Ich hoffe, von der Perspektive her passt es für euch. Aber ich versuche es einfach so gut wie möglich zu beschreiben. So, die erste Runde, kurz mal entspannt. Ich fahre halt jetzt auch mit anderen zusammen, von daher mal gucken, wie das geht. Die Reifen ein bisschen anspitzen. Das ist auch immer echt krass, wenn man gerade vom 9er, also vom 9 PS Cars kommt und dann ins 7er einsteigt. Das ist echt Wahnsinn. So. Hier einmal noch vorbei. So. Dass ihr einmal noch so die Strecke grob seht. Wir haben prinzipiell drei Bremspunkte, die wir treffen. Oder die wir haben. Die Quatsche, die wir haben. Ja? Wir gehen jetzt einmal kurz durch, wo diese Bremspunkte überhaupt sind. Das geht hier los. Bremspunkt 1 ist, dass sie vom Gas gehen. Hier, ja, in der Kurve. Die hier geht voll. Diese Kurve geht auch komplett voll. Einmal bremsen, rum, Vollgas. Das geht alles voll, 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 voll. Die hier geht voll. Annäherung vom Gas, bremsen. So. Und hier ein Bremspunkt. Die anderen beiden Stellen, die sind kurz vom Gas runtergehen. Hier gehen wir kurz vom Gas runter, wieder drauf. Hier kann man voll fahren. Diese Kurve hier einmal anbremsen. Jawohl. Dann hier wieder alles Vollgas rum. Hier kurz rum, drauf bremsen. Rum, bremsen, rum. So, die drei Punkte sind die Bremspunkte. Runter,
runter vom Gas, wieder rein. Vollgas durch. Okay, ging jetzt hier schlecht, hab ich vorhin nicht erwischt. Bremspunkt hier, schon recht kräftig, ungefähr eine halbe Sekunde würde ich sagen. Aber nicht so, dass die Räder blockieren. Das ist echt immer das, was ganz viele machen, dass sie so hart die Bremse drücken, dass die Räder blockieren. Oh, Entschuldigung. Dass die Räder blockieren, das kostet Zeit. Ich fährt hier ein Ei rein. Runter vom Gas und wieder drauf. Jawohl, Au! Ich krieg die Kurve gerade nicht. Alter, jetzt ist ja voll. Ja, ich muss mal kurz meine Reifen wieder ein bisschen an. Ja, genau. Runter vom Gas, wieder drauf. Bremse. Bremse. Und rum. Genau. Ich glaube, das war ganz gut getroffen jetzt für euch. Runter vom Gas, wieder drauf. Die hier geht voll. Ja, genau, jetzt habe ich sie getroffen. Perfekt. Hier rum. Runter vom Gas, drauf. Also es ist wirklich so eine Gratwanderung. Ich würde mal schätzen, dass, also es ist nicht viel Kraft, die ihr braucht, um da zu bremsen. Aber so, dass ihr einfach noch Traktion übrig habt. Rein, runter, wieder drauf. Endlich. Aber langsam. Ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel Kreuz und Quers. Kacke. Also hier einmal rein. Und zwar nicht so. Das ist nämlich das Typische. Ihr müsst wirklich mal versuchen, wenn ihr fahrt, zu bremsen, dass ihr anhaltet, ohne dass die Räder blockieren und quietschen. Das ist das Ding. Weil viele, die machen immer gegen hier. So. Ja. Ah. So. Sonst hört man uns nicht rein. Das macht keinen Sinn, wenn ihr Sonst hört man ja, weil so ist es hart A, übelst unstabil. Fahrzeug, was ist das genau wegen dir? Und das ist auch nicht wirklich bei Marcel. Ja. Wenn ihr so hart bremst in der Kurve hier, wenn ihr hier rumkommt und so macht, dann dreht ihr euch raus, versteht ihr? Ihr müsst immer dosieren. Dieses harte Reinhauen, das bringt gar nichts. Ja? Immer so, wir gucken mal bei Tim, immer so, dass die Räder nicht blockieren. Das ist das Wichtige. So, ihr hört ja dann auch am Quietschfaktor, ja? Wie viel es quietscht oder eben nicht quietscht. Gucken wir mal, das einmal schnell machen. Runter vom Gas. Wieder drauf. Vollgas hier mitnehmen, was geht. Kurze Berührung. So, wir gehen auch nochmal. Jawohl, kurz angequetscht. Wir gehen durch, jawohl. Kurz runter, wieder drauf, anbremsen, voll drauf, durchziehen, bremsen, wieder drauf gehen und drauf bleiben, drauf bleiben, drauf bleiben. Das ist der Ablauf. Runter vom Gas, wieder drauf und Gelblicht. Ah ja. Genau. Also ihr seht es nochmal bei Tim, ich mache es nochmal vor. Dieses harte Bremsen, das bringt gar nichts. Wirklich immer mit Gefühl. Also guck mal, von der Bremsstellung her ist es nicht viel mehr wie das hier. Immer schön mit Gefühl. Das ist wirklich das Geheimnis. Da runter, auf, anbremsen, rum. Anbremsen, rum. Die hier geht voll. Schön eng bleiben. Jawohl. Runter vom Gas und drauf. Die geht voll. Stark, Junge. Abbremsen. Und. Ah, die war zu weit nach außen. Runter, drauf, abbremsen. Um. Weil mit dieser Bremsung, dass ihr
die Räder nicht blockieren lasst, fangt ihr das Kart auf bei ein bisschen zu viel Übersteuern wieder ein. Also ihr könnt das Kart etwas aufhalten. Der hat Bock vor mir. Guck mal, was seine Ideallinie sagt. Und runter vom Gas. Wieder rauf. Jawohl. Und wieder hier schön rein. Jawohl. Ja. Blaue Fahne. Und da anbremsen. Der geht rein, jawohl. Anbremsen und wieder rein. Vollgas. Also ich denke mal, damit ist es mal wiederholt. Das ist für euch vielleicht interessant oder ihr könnt es euch merken. Und der geht voll. Ja, jetzt kriegt er langsam gut einfach vor auf die Reihe. Anbremsen. Hoch. Sehr gut. Nein! Oh. Ihr werdet es kennen, Leute. Wenn ihr auf eine geile Zeit aus seid und dann so eine kleine Berührung, es gibt nichts Nervigeres, Mann. Anbremsen, rum. Jawohl. Jawohl. Juhu. Runter und wieder drauf. Schön rum. Oh, wieder berührt. Schön weiter Bogen. Ja! Jawohl, so. Runter, drauf, Bremspunkt, rum. Bremspunkt, rum. Sehr schön, Marcel! So. Runter vom Gas, drauf. Rum, aufgreifen. Puff, 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 Bremse, rum. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay, ist okay. Zack, rum, Bremse. Perfekt, antippen. Jawohl. Anlupfen und rein. Und rum. Einmal anhalten, jawohl, sehr gut. Das macht schon viel mehr Sinn, wie dieses komische einfach reinpacken. Ja, Bruder, der bremst einfach. Naja, das kippt halt auf. Oh je, der fährt die ganze Zeit. Das Kart riecht ganz schön übel. Okay. Naja, okay, Zeit ist rum. Also, wir lassen den kurz vorbei. Wir fassen nochmal zusammen. Drei Bremspunkte haben wir, zweimal gehen wir einfach nur vom Gas kurz. Ich denke, ich habe auch genug gesagt gehabt. Und dann nochmal das Bremsen. Genau so. Bleibt da mal stehen. Das Wichtigste, Leute, ich habe schon mal gesagt, ja, guck mal, jetzt sieht man es nicht mehr. Aber das, was so krasse Spuren hinterlässt auf der Strecke, ist schlecht. Dann habt ihr einfach zu hart gebremst, weil die Räder blockieren. Wichtig ist immer, so stark zu bremsen, dass die Räder nicht blockieren. Gerade in der Kurve bei Start und Ziel. Ich mache euch jetzt einmal vor, was die Leute da immer machen. Oder hauptsächlich. Die kommen hier an, Vollgas und machen den hier. So, das machen die hier immer. Und da sagen wir immer, Leute, geht nicht so krass in die Bremse rein. Weil gerade hier, wenn ihr hier mit 50, 60 ankommt und ihr hackt da in das Ding rein, das Kart wird sau instabil und dann haut es euch raus. Also das ist hier
täglich Brot, würde ich sagen. Deswegen immer so dosieren, kommt da langsam rein, dass die Räder nicht blockieren. Das ist das A und O. Die Bremspunkte habt ihr alle gesehen. Von der Stärke her dürfte es jetzt auch klar sein. Da müsst ihr euch einfach rantasten, weil es ist echt schwer zu sagen. Weil klar, wenn ihr so macht, blockiert es komplett durch. Eigentlich ist es nur die Bewegung hier. So das bisschen. Aber klar, da ist jede Bremse ist noch mal ein bisschen anders eingestellt. Von daher einfach ein bisschen reinfuchsen und gucken, wie es bei dem Katern ist. Aber ich denke, ein Großpunkt ist auch, wie schnell drücke ich, also mit wie viel Kraft. Ja. Also nicht nur dieser Winkel, den man trifft, sondern ich kann auch den gleichen Winkel, den du jetzt machst, aber halt, wenn ich den schnell drücke. Also wirklich dosiert langsam drauf gehen, nicht einfach abrupt, sondern wirklich mit Gefühl drauf in den langen Kurven. Klar, wenn ihr jetzt nur kurze Bremspunkte habt, dann reicht es auch, wenn ihr so ein bisschen schneller drauf geht, aber halt immer nur so, dass ihr keinen zu starken Druck auf der Bremse habt, dass der Reifen eben die Haftung verliert. Das ist ganz wichtig. Vor allem auf Streichbelag. Auf Asphalt ist es nochmal was anderes, weil da ist das Grip-Level einfach ein bisschen höher. Hier jetzt bei uns, in dem Fall aber nicht. So, ich würde sagen, wir stellen kurz die Karre zurück und dann quatschen wir nochmal. So Leute, Resultat, wir haben es jetzt mal wieder gesehen, damit es euch nur, falls es euch mal interessiert, Bestzeit 33,1 jetzt gewesen zu 34,1, mit wem auch immer, die Nummer 5, die wir da kurz gesehen haben. Könnte jetzt ja jeder behaupten, nein, wir gucken nochmal, das ist Karte Nummer 12. Ja, genau, stimmt. Ja gut, ich glaube, das haben wir nicht nötig, da zu bescheißen. Also von daher, heute Grip-Level einigermaßen in Ordnung. Von daher ist auch so eine schnelle Zeit drin. Aber das ist auch wirklich, wenn ihr jetzt herkommt und ihr fahrt mal 34 oder 35, ich bin hier auch schon 34 gefahren. Ja, also wir haben auch schon schnellere Zeiten gehabt hier auf der Strecke. Aber das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Verhältnisse an dem Tag sind. Haben wir ja schon mal angesprochen. Genau. Also Wetterverhältnisse, Streckenverhältnisse, wie viel sind vorher gefahren und so weiter. Das hat alles spielt alles eine Rolle, gerade im Leihkart. Genau. Aber wie gesagt, ich bin mir auch sicher, so wie ich das so ein bisschen auch bei der Nummer 5 gesehen habe, ist die vorausgefahren. Gut, die kannte die Ideallinie vielleicht nicht ganz so gut. Aber die ist ziemlich sicher ohne Bremse gefahren, weil die hat es immer schön reingeschmissen. Das war nämlich der Punkt. So kommen auch 3 Sekunden langsamer zustande. Wir hatten auch einen, das hatte ich auch beim Fahren gesagt, einer, der stand die ganze Zeit auf der Bremse. So, und das merkt ihr dann immer relativ schnell, wenn ihr hinter einem Kart herfahrt und es dann unangenehm riecht. Also ich kann es schlecht beschreiben, es riecht dann so bitter oder säuerlich. Das riecht auch so leicht verbrannt. Also man merkt schon, dass da einfach irgendwas durchbrennt. Von daher, wichtig ist, wenn ihr die Bremse nicht braucht, hebt den Fuß wirklich an. Bremsen, wichtig, wir fassen es zusammen, ich habe es jetzt schon 100 Mal gesagt, so dosieren, dass die Räder nicht blockieren. Gerade in Kurven wird das Kart dadurch sehr instabil und wirklich mit Gefühl. Und hier auf der Strecke haben wir die drei Bremspunkte. Das war einmal da hinten, einmal da in dem Eck und einmal in dem Eck. Hier gehen wir einmal kurz vom Gas und in der Kurve gehen wir auch einmal kurz vom Gas. Wenn ihr dann noch die richtige Linie habt, ist 33,1 möglich. Von daher, ich denke, wir quatschen nicht lang. Ihr liked das Video jetzt schnell, fahrt zu Kartomania und probiert das Ganze gleich mal umzusetzen. So sieht's aus. Und dann schreibt ihr drunter, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. Auch by the way, wenn ihr mal hier seid, ich bin hauptsächlich zum Beispiel sonntags da. Wenn ihr zum Beispiel das ausprobiert habt und ihr seht mich und ihr könnt gerne mal sagen, hey, bei euch hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. Also ihr könnt hier gerne auch mit uns sprechen und uns euer Feedback geben, ob es euch was gebracht hat oder nicht gebracht hat. Ja, so sieht's aus. Ah, Marcel gut. Manchmal schon, wenn er Hunger hat. Gut, also bis zum nächsten Mal, liken, kommentieren und Heide Ackermann. Ade.